Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 87 Hermines Geburtstag, dritter Teil. Nachts um 2:30 war die Party noch immer voll im Gange und nicht einmal die betagten Gäste wie Albus oder Minerva wollten sich zur Ruhe begeben. Kaum jemand hatte sich zurückgezogen, bis auf Hermines Eltern, deren voller Terminkalender es nicht erlaubte, bis in die Puppen feiern zu können. Remus und Tonks gesellten sich zu Hermine und unterhielten sich mit ihr und Harry ein wenig, bevor Remus sagte: Wir beide gehen draußen noch ein wenig frische Luft schnappen. Wie es aussieht, ist deine Party noch lange nicht vorüber. Grinsend verabschiedete sich die beiden, sodass Hermine und Harry noch in Gesellschaft von Luna und Neville sowie George an einem Tisch saßen. Verwundert schaute Hermine zu George hinüber und fragte: Sag mal, nur ein Zwilling hier am Tisch? Euch sieht man doch sonst auch nicht getrennt. Grinsend entgegnete George: Fred hat seine Schnecke mitgebracht. Er nickte in die Richtung, in welcher Fred mit seiner langjährigen Freundin zu sehen war. Schnecke? Wiederholte Hermine abwertend. Warum fallen Männern immer so seltsame Bezeichnungen für das Wort Freundin ein? An der frischen Luft stehend und sich umarmend, sagte Tonks: Wir sollten wieder reingehen. Keiner wird glauben, dass wir so lange nur etwas frische Luft schnappen. Remus drückte sie an sich und flüsterte ihr ins Ohr: Oh nein, wie ich Sirius kenne, geht er längst davon aus, dass wir uns eine Mund-zu-Mund-Beatmung geben. Dann beugte er sich etwas hinunter und küsste sie auf den Mund. Als sie den Kuss langsam beendeten, hauchte Tonks: Eher das Gegenteil, Remus. Du nimmst mir den Atem. Die beiden tuschelten und kicherten noch eine Weile wie Viertklässler, bevor sie sich an der Hand nahmen und wieder nach drinnen gingen. Kurz nach 2 Uhr wagte es Severus, sich auf den Weg in die große Halle zu machen. Er ging davon aus, dass nur noch wenige Personen anwesend sein würden, wenn die Feier überhaupt noch im Gange wäre. Die laute Musik schreckte ihn nicht ab, denn er wusste von Schülern, dass auch ein kleiner Kreis von 3-4 Leuten so einen Radau machen konnte. Also öffnete er die Flügeltür zur großen Halle einen winzigen Spalt, um hineinspähen zu können. Weit gefehlt, dachte er. Der Raum war voll und er schätzte die Anzahl der Gäste grob auf 60. Für Severus waren es auf jeden Fall zu viele Menschen, weswegen er die Tür leise wieder schloss und sich zum Gehen umdrehte. Severus, rief ihm Lupin zu, der mit Tonks im Schlepptau von draußen zu kommen schien. Mit erkennbar aufgesetztem Lächeln grüßte dieser zurück. Lupin, Tonks, gerade wieder dabei, sich in die Menge zu stürzen? Als Lupin bei ihm angekommen war, klopfte er ihm unverhofft auf die Schulter und fragte lächelnd: Kommst du gerade oder gehst du schon? Ohne auf eine Antwort zu warten, schob Lupin ihn durch die Flügeltür hindurch, während er ihm im Telegrammstil einige Informationen gab. Hab dich heute noch gar nicht hier gesehen. Du musst das Buffet probieren, tolle Meeresfrüchte. Draco ist übrigens auch hier. Hermine sitzt da drüben. Severus folgte dem Fingerzeig des Werwolfs und da hinten sah er sie. Miss Granger saß mit Harry, Miss Lovegood, Mr. Longbottom und einem der Zwillinge, auseinanderhalten konnte er sie eh nie, an einem Tisch und lauschten den Erzählungen ihrer Freunde. Zwischen seinen Schulterblättern fühlte Severus die Hand von Lupin, der ein wenig Druck ausübte, um ihn zum Gehen zu bewegen. Zusammen steuerten sie auf den Tisch von Miss Granger und ihren Freunden zu. Nachdem sie ihn erreicht hatten, blickte als erstes Miss Lovegood auf und grüßte ihn freundlich. Severus hatte das Gefühl, dass sie ihm nur laut gegrüßt hatte, damit die anderen über seine Anwesenheit informiert werden würden. Die anderen am Tisch grüßten ihn ebenfalls äußerst höflich,
was er normalerweise nicht gewohnt war. Über eine Person, die sich ihm näherte, konnte er sich weniger freuen. Es war Black. Für Harry war nun sicher, dass Severus über seinen Schatten gesprungen war, um Hermine eine Freude zu bereiten. Auch wenn es so aussah, als könnte Severus nicht glauben, dass er mit seinem Erscheinen jemand erfreuen konnte. Harrys Patenonkel hatte Severus erblickt und ließ Anne kurzerhand in der Obhut von Molly und Arthur, bevor er sich Severus und Remus näherte. Was denn? Severus hat den Weg hierher tatsächlich gefunden und ganz ohne Karte? Fragte Sirius mit einem schelmischen Lächeln. Remus erklärte freudestrahlend. Ja, hat er, wie du siehst, und du schuldest mir was, Sirius. Severus hob beide Augenbrauen, bevor er sagte: Sie haben gewettet, ob ich komme oder nicht? Als wären sie alte Kumpel, klopfte Remus ihm auf die Schulter, während er kräftig nickend bestätigte. Dürfte ich in diesem Zusammenhang erfahren, wer gewonnen hat und wie hoch der Einsatz war? Fragte Severus mit ernster Miene. Grummelnd erwiderte Sirius. 20 Galeonen und Remus hat gewonnen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du kommen würdest. Nun, so oder so hätte einer von ihnen beiden heute Abend 20 Galeonen verloren. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, bin ich gewissermaßen erfreut darüber, dass Mr. Lupin heute der Glückspilz ist. Auch wenn er etwas nachgeholfen hat und mich durch die Tür hindurchgeschoben hat. Entgegnete Severus leicht amüsiert. Sirius hingegen machte große Augen, als er nachfragte. Geschoben? An Remus gerichtet, beschwerte er sich spitzbübisch. Das ist Schiebung, Remus, im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man nicht gelten lassen. Er ist hier und ich bekomme 20 Galeonen, basta! Konterte Remus grinsend und Sirius gab nach. Harry beobachtete, wie Severus um den Tisch herum auf Hermine zusteuerte. Miss Granger, Sie haben zwar, wenn man es mit der Uhrzeit sehr genau nehmen würde, heute nicht mehr Geburtstag, doch dessen ungeachtet möchte ich Ihnen herzlich zu Ihrem neuen Lebensjahr gratulieren. Severus streckte seine Hand aus, die Hermine ohne Umschweife ergriff. Während er ihre Hand schüttelte, sagte er ernst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Ziele im Leben ohne große Strapazen erreichen werden und ich hoffe weiterhin auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke, Professor Snape. Setzen Sie sich doch bitte, sagte sie, während sie den Stuhl zu ihrer Linken berührte. Möchten Sie etwas trinken? Hermine war schon sprungbereit, doch Harry war schneller, stand auf und fragte sehr aufdringlich, was kann ich Ihnen bringen? Feuerwhisky, schätze ich? Oder doch lieber etwas vom Buffet? An Severus gerichtet, sagte Hermine schmunzelnd. Das macht er schon den ganzen Abend. Er hätte Kellner werden sollen. Mit erstaunlich freundlichem Sarkasmus fragte Severus ihn. Sie bringen die Getränke? Ich meine mit den Händen. Was haben Sie bitte schön die ganzen Jahre über hier in Hogwarts gelernt, Harry? Es ist viel persönlicher, wenn man jemanden etwas an den Tisch bringt, anstatt einen Aufrufezauber zu benutzen, entgegnete Harry vorgetäuscht schmollend. Na dann, ein Feuerwhisky für mich, wie Sie schon richtig vorhergesagt haben. Und Mr. Lupin sagte vorhin etwas von Meeresfrüchten? Wollte Severus wissen. Remus schaltete sich ein, legte eine Hand auf Harrys Schulter und sagte: Wir beide machen das schon. Sonst noch jemand einen Wunsch? Doch die anderen am Tisch waren wunschlos glücklich. Am Buffet sorgte Harry für Severus Getränk, während Remus einen Teller mit Köstlichkeiten aus dem Mittelmeer zusammenstellte. Doch bevor sie zurück an den Tisch gingen, hielt Remus ihn auf und fragte leise, mit einem verschmitzten Lächeln. Was läuft zwischen den beiden? Zwischen wem? Wollte Harry wissen, doch gleich darauf ahnte er, was Remus meinte. Ich meine zwischen Severus und Hermine, machte Remus deutlicher. Harry grinste, erwiderte jedoch, ich weiß nicht, ob da überhaupt was läuft. Hermine ist offensichtlich ins Welte verknallt. Zumindest glaubt sie das, aber der ist mir ehrlich gesagt nicht geheuer. Wer ist Svelte? Ach ja, der neue Professor für die Pflege magischer Geschöpfe, richtig? Harry nickte, sodass Remus fortfuhr. Wenn dieser Svelte heute nicht hier ist, dann hat er damit ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, Harry.
Ich hoffe, Hermine wird das erkennen und auch verkraften. Was ich aber eigentlich meine, ist Severus. Er ist irgendwie... Ich weiß nicht genau. Er ist anders. Locker. Harry traute seinen Ohren nicht und wiederholte skeptisch. Locker? Ja, naja, für seine Verhältnisse. Er macht Scherze und das sogar in Sirius Gegenwart. Dass er überhaupt gekommen ist, ist schon ein Wunder. Sagte Remus am Ende hin, immer leiser werdend. Aber du hast doch mit Sirius gewettet, dass er kommen wird. Und jetzt sagst du, es wäre ein Wunder? Du musst doch etwas geahnt haben, oder liege ich da falsch? Fragte Harry, der noch Eiswürfel in den Whisky tat, die den Drink jedoch nur kühlen und nicht verwässern würden. Ich weiß nicht genau, Harry. Ich war ja schon den zweiten Monat wegen des Trankes bei den beiden. Es ist irgendwie seltsam. Nach außen hin scheint sie völlig normal zu behandeln, vielleicht sogar etwas grob, aber eigentlich... Ich kann es nicht erklären, es sind Kleinigkeiten. Die Dinge, die er tut, die stehen im Gegensatz zu dem, was er von sich gibt, verstehst du? Fragte Remus, bevor sich die beiden entschlossen, wieder zum Tisch zurückzugehen. Dankend nahm Severus den Teller und den Whisky entgegen, während Luna gerade mit je einem Teller für sich und Neville vom Buffet zurückkam. Seinen Teller bestaunte Severus für einen Moment, bevor er Harry fragte, ob er das alles organisiert hätte. Ja, ich war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag um 4 Uhr morgen in der Früh auf einem Fischmarkt in Italien und habe all das gekauft, erwiderte er stolz. Hermine fielen fast die Augen aus dem Kopf, bevor sie sagte: Ich dachte, du hättest die Hauselfen das alles machen lassen. Nein, ich habe doch gesagt, ich kümmere mich um die Party, das Essen und die Getränke. Die Hauselfen haben zwar etwas geschmückt und sich um das Geschirr, Besteck und die Gläser und so weiter gekümmert. Zum Glück gibt es das Flohnetzwerk und die Möglichkeit der Aberration, denn sonst... Severus unterbrach. Dann sind das frische Fangprodukte und keine aus der Zucht? Ich bin beeindruckt. Oh, das ist aber nicht alles. Für die Weine war ich morgens um 7 in Frankreich. Olymp konnte mir einige Adressen von erstklassigen Weinkellereien geben. Das harte Zeug... Harry zeigte auf Severus Whisky, stammt aus 2 exzellenten Destillen aus Irland. Das war nicht ganz so weit weg. Alles in allem könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich in dieser kurzen Zeit alles über Fischbestände des Mittelmeers, die Herstellung von Whisky und die Qualität von Weinen gelernt habe. Die Qualität von den Weißen, den Neville gerade trinkt. Neville setzte sein Glas sofort wieder ab, als ihn alle anstarrten. Die erkennt man daran, dass die Schwebeteilchen langsam zu Boden gleiten. Luna wollte wissen, was das hieße. Schulterzuckend antwortete er, irgendwas, dass der Wein nicht trüb wird und der Mann hat etwas von Depots gefaselt. Während seiner Ausführung über Filtration konnte ich ihm nicht mehr ganz folgen. Keine Ahnung, was es genau heißt, aber es heißt wohl, dass der Wein gut ist. George brach in Gelächter aus, zollte Harry doch gleichzeitig seinen Respekt und klopfte ihm auf den Rücken. Neville, George, Luna und Remus verließen den Tisch sehr bald wieder und mischten sich unter die anderen Gäste, um ein Schwätzchen mit denen zu halten, die sie lange nicht mehr gesehen hatten, während Harry und Severus weiterhin bei Hermine sitzen blieben. Es ärgerte Harry, dass irgendwie nicht die rechte Stimmung aufkommen wollte, und so überlegte er, was er machen konnte. Aus lauter Verzweiflung wollte er nochmals Remus aufsuchen, um über die Kleinigkeiten zu sprechen, die ihm aufgefallen wären, sodass Harry fragte, »Kann ich Ihnen noch einen Whisky mitbringen? Ich hole mir auch einen.« Severus nickte, sodass Harry sein Glas nahm und verschwand. Wortlos saßen Hermine und ihr Professor an dem Tisch, an dem sich niemand vermutlich wegen seiner Anwesenheit sonst mehr zu setzen wagte. Die Stille wurde unerträglich. Hermine wollte irgendwas sagen, um diesen unangenehmen Moment zu vertreiben. Und es war völlig egal was. Doch ihr fiel absolut nichts ein. Zum Glück machte Snape den Anfang. War Professor Svelte schon hier, oder? Er sagte, er hätte keine Zeit. Unterbrach sie schroff und Severus bemerkte, dass ihre barsche Art nicht ihm galt, sondern Professor Svelte. Ich
wollte sie wirklich nicht verstimmen, Miss Granger, sagte er mit ein wenig Reue in der Stimme, so dass sie aufblickte, weil sie das bisher selten bei ihm erlebt hatte. Nachdem sie geseufzt hatte, erklärte sie: Der Tag fing schon irgendwie miserabel an. Eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr auf eine Party, aber ich bin froh, dass ich doch gekommen bin. Mit welchen unerfreulichen Ereignissen hatte denn Ihr Tag begonnen? Fragte er interessiert nach, was sie stutzig machte. Sie hatte sich zwar eine Unterhaltung mit ihm gewünscht, weil die Stille so peinlich gewesen war, doch dass tatsächlich eine stattfinden könnte, hatte sie nicht für möglich gehalten. Das fing schon beim Frühstück an. Professor Snape fragte, ob ihr Frühstück sie angegrinst hätte. Sie lachte auf und blickte ihn noch immer lachend an, und nur für einen kurzen Moment erstaunte es sie, ihn ebenfalls lächeln zu sehen. Er konnte lächeln. Harry beobachtete Hermine, während Remus ihm erzählte. Mit den kleinen Dingen meine ich, dass er sich ihr gegenüber sehr zuvorkommend verhält. Wenn er ihr Tee einschenkt, dann weiß er, wie viele Löffel Zucker sie nimmt. Er lobt sie mittlerweile, obwohl er anfangs in meiner Gegenwart ihre Arbeit niedergemacht hat. Das meine ich mit Kleinigkeiten, Harry. Ja, sowas habe ich auch gestern früh beim Frühstück bemerkt, schilderte Harry, dem nicht entgangen war, dass Hermine und Severus gerade gemeinsam lachten. Colin, psst, sagte Harry nicht allzu laut, und Colin hörte es zum Glück. Was ist, Harry? Ein Foto gefälligst? Fragte er und zückte schon die Kamera. Da hielt Harry ihn auf. Geh mal mit Dennis unauffällig etwas näher an Hermine ran und schieß ein paar Fotos von den beiden. Gute Fotos, wo sie zusammen lachen, ja? Bat er, und schon war Colin mit seinem Auftrag unterwegs. Von dem Anblick eines lächelnden Zaubertränkemeisters war sie so abgelenkt, dass sie nur am Rande einen Blitz wahrnahm, was sie vermuten ließ, dass die Creevy-Brüder in der Menge wieder mit ihren Fotoapparaten unterwegs sein mussten. Harry hatte vorhin erzählt, dass er die beiden nicht nur als Gäste eingeladen, sondern auch als Fotografen engagiert hatte. Ja, dieses dümmliche Gesicht aus gebratenen Eiern mit Augen aus Eigelb und das schiefe Grinsen aus Speckscheiben, ich hätte am liebsten zugeschlagen, sagte sie immer noch lachend. Ein kurzes, tiefes Lachen mit einem brummenden Echo, welches direkt aus seiner Kehle zu kommen schien, frischte ihr eigenes Lächeln wieder auf, und sie hörte belustigt zu, wie er schilderte. Infantile Geburtstagsüberraschungen dieser Art habe ich zum Glück unterbinden können. Wie? Fragte sie strahlend. Neben beiden Mundwinkeln, die bei ihm bis zum Anschlag hochgezogen waren, hob sich auch noch eine Augenbraue. Er erklärte so sachlich wie nur möglich. Zu einer Zeit, in der unter den Schülern wieder einmal das Gerücht aktuell war, ich wäre ein Vampir, da haben sich dreiste Hauselfen einen Spaß gemacht und zu meinem Geburtstag das Frühstück, wie sie es heute bedauerlicherweise kennenlernen mussten, noch mit Vampirzähnen ausgestattet. Obwohl die Geschichte noch nicht zu Ende war, musste Hermine bereits herzlich lachen. Als sie sich ein Gesicht aus Eiern und Speck vorstellte, welches zusätzlich noch zwei spitze Zähne verpasst bekommen hatte. Wieder bemerkte Hermine, dass der Blitz einer Kamera kurz den Saal erhellte, bevor sie Snape aufforderte, zu offenbaren. Und was haben sie dann gemacht? Ich habe den Hauselfen das Frühstückstablett hinterhergeworfen. Seitdem bekomme ich zu meinem Geburtstag stets gesichtslose Mahlzeiten aus der Küche. Entgegnete Severus recht trocken, obwohl ein amüsantes Funkeln in seinen Augen zu erkennen war. Und dann sah Hermine etwas genauer hin, während sie weiterhin lachte und seine Geschichte kommentierte, denn seine Augen waren braun geworden. Wie er sie so anlächelte und sich sichtlich daran erfreute, sie zum Lachen gebracht zu haben, da spürte sie plötzlich ein undefinierbares Kribbeln, und sie glaubte, die Meeresfrüchte seien ihr womöglich nicht bekommen. Sie könnte jetzt etwas Alkohol vertragen, dachte sie, wovon sie normalerweise Abstand nehmen würde. Doch ein Schnäpschen würde sicherlich ihren Magen wieder aufräumen. Wo ist denn Harry mit ihrem Whisky? Fragte Hermine,
und blickte in den Raum hinein. Als erstes fielen ihr Colin und dessen Bruder Dennis auf, die beide an ihren Fotoapparaten herumfummelten. Weiter hinten standen Harry und Remus beieinander und unterhielten sich, während Harry zu Hermine herüberblickte. Habe ich mir fast gedacht. Harry ist aufgehalten worden. Ich würde ja ihren Whisky holen, aber ich befürchte, dass ich auf dem Weg dorthin von mindestens 5 oder 6 Gästen aufgehalten werden würde und... Snape zog seinen Stab und fragte: Was hätten Sie denn gern? Einen Schnaps, sagte sie einmal nickend. Etwas Bestimmtes oder ist Ihnen der Geschmack egal? Wollte er wissen, weshalb sie kurz überlegte. Sie hatte bisher selten Schnaps getrunken. Nur einmal einen mit Anisgeschmack und einen mit Kümmel. Anis, wenn es welchen gibt. Ohne Umstände zauberte Professor Snape 2 Gläser und eine Flasche Brand mit Anisgeschmack herbei, den er sogleich einschenkte und ihr eines der kleinen Gläser reichte. Nachdem er seines genommen hatte, stieß er mit ihr an und sagte: Auf Ihr Wohl, Miss Granger. Die beiden vertrieben sich mit einigen lustigen Geschichten die Zeit, während Harry jeden anderen Gast unauffällig davon abhielt, sich noch einmal zu Hermine zu setzen. Ab und an kamen Gäste am Tisch des Geburtstagskindes vorbei, um sich kurz mit einem Winken zu verabschieden. Die vorangeschrittene Stunde wollte die etwas beschwipste Pomona nutzen, um sich durch die Menge zu kämpfen, damit sie den Heimweg in ihre Räume antreten konnte. Im Vorbeigehen verabschiedete sie sich von allen, auf die sie traf, so auch von Harry und Remus. Auf ihrem Weg erblickte sie Hermine und Severus an dem Tisch sitzend, an dem auch sie vorhin kurz gesessen hatte, um ein paar Worte mit ihrer ehemaligen Schülerin zu wechseln. »Was denn? Eine ganze Flasche für 2 Personen? So geht das aber nicht!« sagte die rundliche Lehrerin für Kräuterkunde, breitgrinsend und merklich angeheitert, bevor sie sich dazu entschloss, sich zu den beiden an den Tisch zu setzen, um noch einen Abschiedstrunk zu nehmen. Sie verwandelte eines der leeren Gläser, die von anderen Gästen auf dem Tisch zurückgelassen worden waren, in ein kleines, sauberes Schnapsglas, sodass Severus verschmitzt lächelnd zur Flasche griff und seiner Kollegin etwas einschenkte. Sich zuprostend tranken sie den Schnaps, als Neville sich plötzlich näherte, um mit seiner Ausbilderin zu sprechen. »Remus, ich geh mal zu den beiden«, sagte Harry und nickte in Richtung Hermine, bevor er hinüberging. Er hörte, wie Neville sagte: »Pomona?« Als sie sich zu ihm drehte, fragte er: »Sehen wir uns dann morgen?« Pomona blickte auf ihre kleine Uhr und sagte erschrocken: »Bei Merlin! Nach 5 Uhr in der Früh. Ich glaube, Neville, dass wir einfach ausschlafen sollten. Wir sehen uns erst am Montag, ja?« Neville atmete erleichtert aus, denn er hatte offensichtlich gehofft, nicht in 4 Stunden im Gewächshaus 3 stehen zu müssen. Neville und Luna, die ihm langsam gefolgt war, bedankten sich für die tolle Party und verabschiedeten sich. Pomona blieb noch sitzen, und Harry gesellte sich einfach dazu. »Nach 5 Uhr schon?« sagte Severus verdutzt. Die Zeit war für ihn wie im Fluge vergangen. »Dann möchte ich mich auch langsam verabschieden, Miss Granger.« Pomona horchte auf. »Sie nennen Ihre Schülerin beim Nachnamen Severus? Albus hat doch gesagt, dass die privaten Schüler der Lehrkräfte ebenfalls zum Kollegium zählen und daher...« »Wenn Miss Granger es wünscht, werde ich sie beim Vornamen nennen«, unterbrach er mit ruhiger Stimme. Es auf die Spitze treibend, sagte Pomona leicht besäuselt: »Was auch bedeutet, dass sie...« »Und Miss Granger darf natürlich auch mich beim Vornamen nennen.« Es schien, als hätte man Harry am Ende des Tisches bisher gar nicht wahrgenommen, und so beobachtete er still, wie Severus sich zu Hermine umdrehte und sagte: »Wie Sie eben aus der Unterhaltung herausgehört haben, wäre es den Umständen entsprechend angemessen, wenn wir uns mit dem Vornamen anreden würden, wenn Sie nichts dagegen haben.« Hermine zog eine Augenbraue in die Höhe und Harry registrierte,
dass sie damit erneut eine von Severus' Eigenarten imitierte, bevor sie lächelnd entgegnete. Nur wenn sie auch nichts dagegen haben. Habe ich nicht, sagte er kurz und knapp. An Pomona gerichtet versicherte er. Dann wäre das jetzt geklärt. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche belehrenden Hinweise für einen langjährigen Kollegen parat? Pomona kicherte in sich hinein, sodass auch Harry lachen musste. Seine ehemalige Kräuterkundelehrerin hatte er noch nie angetrunken erlebt. Seamus, der vor einer halben Stunde gegangen war, hatte auch reichlich Alkohol zu sich genommen. Und als Harry meinte, er könnte ja kaum noch laufen, meinte Seamus doch tatsächlich, er müsste ja nicht laufen, denn er wäre ja mit dem Besen hier. Zum Glück fand sich in Dean ein Begleiter, der auf dem Rückweg ein Auge auf Seamus werfen wollte. Ach, bevor ich gehe, Miss Granger? Ein vorwurfsvoller Blick von Pomona ließ ihn seufzen und verbessern. Hermine. Er hielt kurz inne, denn dieser Name war ihm noch nie über die Lippen gekommen. Selbst damals, als sie noch eine normale Schülerin gewesen war, hat er sie immer beim Nachnamen angesprochen, selbst wenn er im Lehrerzimmer über ihre guten Leistungen berichtet hatte. Er begann von vorn. Hermine, ich habe ein Geschenk für Sie. Ja? Wo? Fragte sie aufgebracht, wie ein kleines Kind. Sie blickte sich um, doch er versicherte. Nicht hier. Es ist in meinem Wohnzimmer. Sie könnten es jetzt gleich... Er entschied sich nun um. Oder vielleicht besser, nachdem Sie etwas Schlaf gefunden haben. Hermine blickte sich in der großen Halle um und war erstaunt, dass nur noch Lehrer anwesend waren, die den kürzesten Weg nach Hause hätten. Neben den Lehrern standen nur noch Remus und Tonks hinten am Buffet bei Sirius und Anne. Die Gäste waren alle schon gegangen und sie hatte nicht einmal bewusst wahrgenommen, dass sie sich auch bei ihr verabschiedet hatten. Oh, sagte sie erstaunt. Die Party ist wohl eh vorbei, dann kann ich das Geschenk auch gleich abholen. Pomona hatte ihr Glas ausgetrunken und stand mit den anderen zusammen auf. Hermine verabschiedete sich noch bei den verbleibenden Gästen und dem Organisator ihrer Geburtstagsparty, drückte sie zum Ende nochmal ganz fest, bevor sie Severus nach unten folgte. Ihr war etwas kalt, als sie von der wohligen Wärme der aufgeheizten Halle in die kühlen Kerker kamen, sodass sie beide Arme vor der Brust verschränkte. Es fröstelt sie? Dabei haben wir erst September, sagte Severus wohlweislich, denn in den Wintermonaten war es selbst ihm manchmal zu eisig. Das wird wohl nur der Alkohol sein, der hat mich etwas aufgewärmt und hier unten ist es eh immer etwas kühler, erwiderte sie. Salazar öffnete die Tür kommentarlos und Severus ließ seine Schülerin herein. Vorsorglich hatte er Feuer im Kamin gemacht, denn Ende September wurden die Nächte bereits recht kühl, wie Hermine es eben schon bemerkt hatte. Oh, hier bei Ihnen ist es schön warm. Ich hätte einen Elf damit beauftragen sollen, meinen Kamin um Mitternacht zu entzünden. Vermutlich sind meine Räume mehr als nur etwas frisch, wenn ich nachher... sagte sie innehaltend, als Severus sich völlig unverhofft bückte, um etwas aufzuheben. Sie konnte nicht erkennen, was es war, aber plötzlich konnte sie es hören, denn sie vernahm ein lautes, wohliges Schnurren, welches noch viel lauter war als das Knistern des Kaminfeuers. Was? Fragte sie, doch es verschlug ihr die Sprache, als Severus sich ihr mit einem nicht sehr kleinen, schwarzen Tier mit weißen Pfoten auf dem Arm näherte. Er hielt ihr das Fellknäuel entgegen und Hermine streckte ihre Hände aus. Sie ergriff den Kniesel und durch das wuschelige Fell hindurch strich sie über Severus Finger und seinen Handrücken. Aus reinem Instinkt, damit sie das Tierchen nicht versehentlich fallen lassen würde, griff Hermine fester zu, bis sie es an ihre Brust drücken konnte, während Severus seine Finger aus ihrer Umarmung vorsichtig befreite. Als sie das schnurrende Tierchen bereits an sich drückte und kraulte,
blickte er sie mit braunen Augen an und sagte mit warmer Stimme: Ein Knieselmischling. Männlich. 3 Monate alt. Die Mutter ist eine norwegische Waldkatze, der Vater ein schwarzer Kniesel mit weißen Tupfen und weißen Pfoten. Nach einem fachmännischen Gespräch mit der Züchterin kam nur dieses Tier für sie in Frage, Miss... Hermine. Hermine öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch ihre Stimme versagte. Der kleine Halbkniesel streckte sich in ihren Armen und krabbelte ein wenig an ihr hoch, damit er seine kleine Nase an ihrem Kinn reiben konnte. Sie lächelte und stupste mit ihrer Nase zurück. Dieses Tier war vom Charakter her das genaue Gegenteil der kleinen Kratzbürste, die Valentinus ihr geschenkt hatte und erst heute früh wieder zurücknehmen musste. Scheu, lächelnd blickte sie Severus an und hauchte zaghaft: Danke. Gern geschehen. Wie ich sehe, akzeptiert dieses Tier sie. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, hätte es sich ähnlich verhalten wie sein Vorgänger, sagte Severus, dem beinahe herausgerutscht wäre, dass er für 85 Pfund auch erwarten könnte, dass die Beratung der Züchterin etwas taugen würde. Hat er schon einen Namen? Fragte sie selig lächelnd, obwohl sie ahnte, dass die Namensgebung ihr überlassen bleiben würde. Nein, hat er nicht. Aber eine Bitte bezüglich des Namens hätte ich, sagte er, sodass sie gespannt auf seine Forderung wartete. Nennen Sie ihn nicht Valentinus. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.